Servicetages sind das Informationsforum für das Werkstattgeschäft im markengebundenen Autohaus. Sie finden in diesem Jahr zum 6. Mal statt. Rund 170 Teilnehmer haben sich versammelt, um über die Direktannahme der Zukunft zu sprechen. Ich denke, die Autoservicetage ist wirklich eine hervorragende Veranstaltung, und zwar über das gesamte Spektrum Dinge in Präsentationen zu erfahren, um sich dann auszurichten, nicht nur aus der Herstellersicht, sondern ich glaube auch ganz spannend von anderen Dienstleistern, die noch mit dabei sind, und auch, was uns, glaube ich, momentan alle umtreibt, Personal, 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 weil das ist ein Thema, was wir wirklich angehen müssen. Wie halten wir Personal im Autohaus? Da bin ich auch ganz gespannt. Die Autoservicetage unterstützen die Besucher in Sachen digitale Dialogannahme beispielsweise, im Bereich der Werkstattauslastung, im Bereich der Annahme eines Auftrags, aber auch in der Kundenansprache. Die Autoservicetage sind eine Bereicherung für jeden Autohausinhaber und aber auch für die Hersteller. Weil hier kommen neue Informationen, Signale, Dinge, die man gut nutzen kann, um halt im Alltagsgeschehen noch neue Inspirationen zu bekommen, die uns dann weiterbringen können. Ja, die Autoservicetage sind einfach der Branchentreff. Hier muss man einfach mit dabei sein, um einfach sich aktuell zu informieren, um sich mit Kollegen auszutauschen und einfach zu sehen, wo geht der Trend hin. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass hier um die Praxis geht und wirklich Empfehlungen auch von den Referenten an die Teilnehmer geleistet werden. Und die Teilnehmer, denke ich, sind die Praktiker. Für mich ist das jetzt das 5. Mal, dass ich schon teilnehme. Und ich muss sagen, ich nehme immer wieder etwas mit für mich. Das Angebot ist sehr breit. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist gestern Abend, dass auch die Verleihung des Service Award mit integriert wird. Und das nehme ich wirklich mit. Ich komme nächstes Jahr wieder und ich werde mir das so in den Kalender eintragen.